Der Prügelknabe auf der Straße wird in der Regel mit zwei Angriffen kommen. So ist meine Erfahrung. Also wenn ihr auf der Straße angegriffen werdet von so besoffenen Typen, da kommt meistens auf euch zu, ein, zwei Angriffe. Also Rechts-Links-Kombination, wenn du so willst. Im Wing Chun ist das ein bisschen anders. Im Wing Chun arbeiten wir mit Kettentechniken. Das heißt, wir machen nicht nur einen Angriff oder zwei Angriffe, sondern wir wollen immer weiter arbeiten. Zum Beispiel, wenn Marco einen lockeren Angriff macht, geben wir mal irgendwie einen Faustschuss, Nummer 1. Fuchsau-Abwehrschwinger. Ne, er hat nur eine zweite Hand, da muss ich natürlich, diese hier, ne, ist logisch, ne, ist ja nicht nur der einarmige Bandit, da muss ich natürlich aufpassen. Das heißt also, meine zweite Hand wird sich, der hier, hopp, kann man das sehen in der Kamera, wird sich um den Arm kümmern. Gleichzeitig greift der hier oben an. Also Technik 1, 2, 3, das möglichst zeitgleich. Pop, pop, hier gehe ich drauf, dann geht es weiter.